ist das erste deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Guten Abend, ich begrüße Sie zum Nachtmagazin. Er gilt in beiden Ländern als einer der wichtigsten Staatsbesuche seit Jahren. Vor wenigen Stunden ist Chinas Staatschef Hu Jintao in der amerikanischen Hauptstadt Washington gelandet. Und Präsident Barack Obama lässt es ganz edle Geschirr rausholen. Der Friedensnobelpreisträger empfängt mit einem Staatsbankett den Führer eines Landes, das einen anderen Friedensnobelpreisträger im Gefängnis schmoren lässt. Aber die Frage der Menschenrechte ist nicht die einzig brisante, die bei den beiden Supermächten auf den Tisch kommen wird. Die Amerikaner rollen ihm den roten Teppich aus. Staatschef Hu wird mit militärischen Ehren empfangen. Und auch in den nächsten Tagen erwarten ihn alle Ehren, die das Protokoll hergibt. Bei Bush gab es vor 5 Jahren nur ein Mittagessen. Obama lädt ihn gleich 2-mal zum Abendessen ein, eines sogar ein Staatsdinner. Symbolische Gesten, doch in der Sache wollen die Amerikaner hart bleiben. Wir sind sowohl Partner als auch Konkurrenten von China. Bei diesem Besuch werden Währungsfragen und Handel Themen sein und die sehr wichtige Frage der Menschenrechte. Hu ist noch auf der Anreise, da demonstrieren Menschenrechtsgruppen bereits vor dem Weißen Haus. Für ein demokratisches China und freies Tibet. Präsident Obama habe sich vorgenommen, beim Thema Menschenrechte Klartext zu reden, so seine Berater. Auch bei anderen Streitfragen, etwa der Ausweitung der Exporte nach China, wolle man deutlicher werden als bisher. China hat viel zu tun, um von der staatlich gelenkten Wirtschaft wegzukommen, die vom Ausland abhängt, hin zu einer marktorientierten Wirtschaft, die von heimischer Nachfrage und Innovation lebt. Tauwetter in den zuletzt frostigen amerikanisch-chinesischen Beziehungen. Offiziell streben das beide Seiten an. Doch auch die Chinesen haben bereits vor dem Besuch ihre Muskeln spielen lassen. In einem Interview erklärte Hu, der Dollar als Leitwährung, das sei ein Produkt der Vergangenheit. Hanni Hüsch, in Washington, wird das Treffen der Beginn einer neuen Freundschaft oder ist das eine reine Geschäftsbeziehung? Na, ich glaube, von Freundschaft kann man nicht sprechen. Das ist eine Schicksalsgemeinschaft zweier Giganten, die unterschiedlicher nicht sein können und trotzdem voneinander abhängen. Zwei Rivalen, die sich sehr vorsichtig belauern. USA in dem Bemühen, nicht wirtschaftlich weiter abzusteigen. China in dem Bemühen, endlich aufzusteigen. Und das mit zunehmendem Selbstbewusstsein. 2009, da sah die Sache noch etwas anders aus. Da besuchte Obama China. Da wurde schon Chimerika ausgerufen, das neue Super-Powerhouse, die G2. Aber seitdem ist das Verhältnis deutlich abgekühlt. Die Amerikaner doch erstaunt über das wachsende Selbstbewusstsein, was sie zum Teil als arrogant bezeichnen, der Chinesen. Die Verhältnisse auf dem Tiefpunkt, zwei Dinge kann ich nennen, die Klimakonferenz von Kopenhagen, aber auch die Waffenverkäufe der USA an Taiwan, die Peking mit der Aufkündigung der Militärgespräche quittierte. Das war ein Tiefpunkt. Erkennbar ist, dass die Chinesen auch militärisch weiter aufrüsten. Ein Beispiel dafür, ausgerechnet in der letzten Woche, als der Verteidigungsminister Peking besuchte, da stellten die Chinesen ihren neuen Tarnkappenbomber vor. Also das war schon eine deutliche Provokation. So ist das Klima im Moment. Besonders strittig sind aber auch die Wirtschaftsfragen. Wo sind da die größten Baustellen? Das ist und bleibt die Währungsfrage. Die Chinesen halten ja ihre Währung künstlich unterbewertet, um ihre Exportwirtschaft zu beflügeln. Das halten die Amerikaner nicht ganz zu Unrecht für einen erheblichen Wettbewerbsnachteil. Die Billigprodukte Chinas überschwemmen den amerikanischen Markt, während die Amerikaner selbst in der Exportklemme sitzen. Und welche Ergebnisse kann man dann bei diesem Gipfel erwarten? Na, ich würde mal sagen, wir kriegen jede Menge schöner Bilder geliefert. Wir haben es ja im Beitrag gerade schon gehört. Das volle Programm für Präsident Hu, Salutschüsse und das große Staatsbankett, das wird nicht vielen zuteil werden. Vor allem Präsident Hu ist an diesen Bildern der Eintracht, der Gemeinsamkeit, der Augenhöhe sehr interessiert. Ein bisschen was hat er auch schon fürs prima Klima geliefert. Er hat in den letzten Monaten den Rimbimbi aufgewertet als ein kleines Zeichen. Das machen die Chinesen aber immer gerne vor solchen Treffen. Das Verhältnis ist aber so knirschend, dass ich glaube, dass man keinen großen Durchbruch hier in Washington erwarten kann in den nächsten 2 Tagen. Hanni Hüsch, vielen Dank für diese aktuellen Einschätzungen aus Washington. Man muss es wohl als Kampfansage an künftige Futtermittelpuncher sehen. Fast 5 Stunden saßen die Vertreter von Bund und Ländern zusammen. Dann standen 14 Punkte auf der Liste. Verbraucherschutzministerin Aigner und ihre Länderkollegen wollen demnach die Kontrollen verschärfen, die Auflagen für Futterfirmen erhöhen. Und auch die Landwirte besser schützen. Ein ganzes Paket von Maßnahmen, um künftig zu verhindern,
dass wieder Dioxin in solchen Mengen in unsere Nahrungskette gelangt. Echte Thüringer Rostbratwurst. Jeden Mittag steht Matthias Rudolph vor der thüringischen Landesvertretung in Berlin am Grill. Dioxin hin oder her, der Verkauf laufe unverändert gut, auch wenn manch einer jetzt mehr über seine Würste wissen will. Die Leute fragen schon mal nach, woher wir die Würste beziehen, woher wir das Fleisch beziehen. Und da die Metzgerei aus Thüringen sehr transparent ist, weil die selber züchten, schlachten und verarbeiten, ja, vertrauen wir ihnen, dass es bei denen halt kontrolliert wird und in Ordnung ist. Dieses Vertrauen hat Ilse Aigner längst verloren. In der Landesvertretung hat sie sich daher heute mit den Agrar- und Verbraucherministern aller Bundesländer getroffen. Und am Ende war man sich erstaunlich einig. Ihre Konsequenz aus dem Dioxinskandal: ein 14-Punkte-Aktionsplan. Demnach sollen Futtermittelbetriebe strenger und häufiger kontrolliert werden. Geplant ist die Bildung von Schwerpunktstaatsanwaltschaften. Die Strafen für Verstöße sollen verschärft werden und Lebensmittelwarnungen sind zu veröffentlichen. Noch 2011 soll das alles Gesetz werden. Wir werden deshalb die Dioxinkrise zum Anlass nehmen, das Sicherheitsniveau für Futtermittel und eben Lebensmittel noch einmal deutlich zu erhöhen. Und es ist unser Ziel, europaweit die mit Abstand höchsten Sicherheits- und Kontrollstandards dann auch zu verankern. Einzig der grüne Verbraucherschutzminister aus NRW hatte sich mehr von dem Treffen erhofft. Wollte er doch das gesamte System der Ernährungsindustrie in Frage stellen. Man kann nicht hier und heute den Mund, die Ohren und alles zuhalten und die Augen und das nicht sehen wollen. Damit muss man sich auseinandersetzen. Das steht und bleibt auf der Tagesordnung. Sicher auch hier. In 3 Tagen startet die internationale Grüne Woche in Berlin, die größte Landwirtschaftsmesse. Gerade die deutschen Aussteller werden den Verbrauchern an ihren Ständen wohl des Öfteren erklären müssen, warum ihre Produkte unbedenklich sind. Vielleicht hilft der 14-Punkte-Plan ja auch, Ihre Bedenken zu zerstreuen. Wenn Sie aber auch zu denjenigen gehören, die sich nach all den Lebensmittelskandalen der vergangenen Jahre lieber nicht allein auf die Politik verlassen wollen und sich beim Einkaufen fragen, was kann man zurzeit denn überhaupt noch essen? Johanna Wahl ist auf die Suche nach Antworten gegangen und fragt sich, ob beim ganzen Dioxinskandal aber nicht auch ein bisschen viel Hysterie dabei ist. Verunsicherung am Supermarktregal. Die Angst vor Dioxin fährt zurzeit mit im Einkaufswagen. Dioxin kann man nicht sehen, nicht riechen, nicht schmecken. Betroffen vom jüngsten Skandal: Hühner- und Schweinefleisch von einzelnen Erzeugern, außerdem Eier. Viele Verbraucher sind zurückhaltend. Der ARD-Ernährungsexperte hingegen warnt vor Panik am Kühlregal. Es ist einfach so, dass Dioxin erst, wenn man auf längere Sicht höhere Dosen zu sich nimmt, größere Probleme verursachen kann. Mal ein Ei zu essen, was ein bisschen mehr Dioxin hat, ist nicht gefährlich. Politisch muss man sagen, gibt es allen Grund, das aufzuarbeiten. Und es gibt allen Grund dafür zu sorgen, dass das nicht immer wieder passiert. Verbraucher greifen zurzeit deutlich häufiger zum Bio-Ei. Dabei ist auch das Bio-Zeichen kein absoluter Garant für Sicherheit. So waren beim Dioxinskandal vergangenen Mai nur Bio-Eier betroffen. Wäre der Verbraucher konsequent, müsste er Dioxin nicht nur in Eiern fürchten, sondern auch in Eierprodukten oder in Fisch. Wenn man Dioxine sucht, dann findet man sie vor allen Dingen in Dorschleber oder auch in Lammleber. Also es gibt Produkte, wo von Natur aus mehr oder minder durch die allgemeine Umweltbelastung höhere Dioxinwerte drin sind. Losgelöst vom aktuellen Skandal gilt: Fleisch ist zum alltäglichen Billigprodukt verkommen. Der Preisdruck für die Hersteller wird immer höher. Preisdruck hat auf mittlere und lange Sicht negative Folgen. Das ist auch sicher so. Einfach, wenn die Margen so gering sind, dass die Hersteller alles ausreizen müssen und auch der Druck da ist, über die legalen Grenzen hinauszugehen, dann werden Waren einfach schlechter. Daher wäre es wünschenswert, wenn die Verbraucher ihr Konsumverhalten überdenken würden, damit künftig nur noch unverseuchte Lebensmittel im Einkaufswagen landen, braucht es aber auch weiterhin Druck auf die Politik. Die rot-grüne Minderheitsregierung in Nordrhein-Westfalen musste heute eine schwere Schlappe einstecken. Mehr dazu in weiteren Nachrichten heute mit Ellen Arnold. Das Verfassungsgericht des Landes stoppte per einstweiliger Anordnung den Nachtragshaushalt 2010. Die Richter folgten damit einem Antrag der Landtagsfraktionen von CDU und FDP. In Düsseldorf wurde bereits über Neuwahlen spekuliert. Regierungsparteien und Opposition erklärten aber, sie sehen dafür zurzeit keinen Grund.
Für Kindertagesstätten war ein Teil des Nachtragshaushaltes gedacht. Daraus wird jetzt erstmal nichts, denn durch die Entscheidung des Münsteraner Gerichts liegen die nötigen Kredite auf Eis. Ein Rüffel für Hannelore Kraft. Der Haushalt ist das bisher wichtigste Projekt ihrer Minderheitsregierung. Trotzdem, Neuwahlen sind für die rot-grüne Koalition derzeit kein Thema. Ich kann das immer wieder nur sagen, für Neuwahlen brauchen Sie eine Entscheidung, bei der 91 Hände sich im Parlament heben. Und nach allem, was ich von CDU und FDP höre, kann ich mir nicht vorstellen, dass eine solche Mehrheit zustande käme. Im Nachtragshaushalt wollte sich Rot-Grün höhere Kredite genehmigen. 8,4 statt 6,6 Milliarden Euro. Geld, das Risikopapiere der maroden West-LB sichern und eben in den Kita-Ausbau gehen sollte. Dass es dazu nicht kommt, sorgte bei der Opposition heute zwar für Genugtuung, aber auch die CDU ist beim Thema Neuwahlen zurückhaltend. Diese Landesregierung muss erst einen Neuanfang machen, haushaltspolitisch. Wenn sie damit scheitert, dann sind wir beim Thema Neuwahlen. Ende März wird wohl eine endgültige Entscheidung über den Düsseldorfer Nachtragshaushalt fallen. Dann wird sich zeigen, wie es in NRW auch für die Kleinen weitergeht. Knapp ein halbes Jahr nach der tödlichen Massenpanik bei der Love Parade in Duisburg ermittelt die Staatsanwaltschaft jetzt gegen 16 Personen. Geprüft wird der Anfangsverdacht der fahrlässigen Tötung und Körperverletzung. Die Behörde erklärte, die Verdächtigen seien Beschäftigte der Stadtverwaltung, der Polizei und der Veranstaltungsagentur, nannte aber keine Namen. Auf Nachfrage hieß es, bislang werde nicht gegen Oberbürgermeister Sauerland und den Agenturchef Schaller ermittelt. Der Rettungsfonds für den Euro wird vorerst nicht aufgestockt. Das beschlossen die Finanzminister der Euro-Staaten in Brüssel. Bis März soll aber ein Paket zur Stabilisierung entwickelt werden. Welche Maßnahmen dabei in der Diskussion sind, wurde nicht mitgeteilt. Bundesfinanzminister Schäuble sagte, Schnellschüsse müssten vermieden werden. Die EU-Kommission kritisiert, dass von den 750 Milliarden Euro im Rettungsfonds nur 2/3 wirklich zur Verfügung stehen. Der Rest muss als Sicherheit zurückgelegt werden. In Tunesien ist die Übergangsregierung vereidigt worden. 4 Minister haben sich aus Protest gegen die Zusammensetzung des Kabinetts aber bereits wieder aus der Regierung zurückgezogen. Sie gehören der größten Gewerkschaft sowie der Opposition an und kritisieren, dass die Schlüsselressorts mit Parteigenossen des gestürzten Präsidenten Ben Ali besetzt wurden. Um dagegen zu protestieren, gingen in mehreren Städten des Landes erneut tausende Menschen auf die Straße. In der Hauptstadt Tunis ging die Polizei mit Schlagstöcken und Tränengas gegen die Demonstranten vor. In Haiti ist Ex-Diktator Duvalier 2 Tage nach seiner Rückkehr von der Polizei verhört und aus seinem Hotel abgeholt worden. Nach 25 Jahren im Exil war er vorgestern überraschend zurückgekehrt. Auf den Straßen versammelten sich hunderte Gegner und Anhänger Duvaliers. Die Staatsanwaltschaft prüft, ob sie ihn wegen Korruption und Veruntreuung anklagt. Menschenrechtsorganisationen fordern, Duvalier auch wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor Gericht zu stellen. Er soll für Massaker und Folter verantwortlich sein. Es ist wohl die Urform aller Heizmaterialien. Schon die Neandertaler haben damit ihre Höhlen gemütlich gemacht. Und in Zeiten, in denen wir ständig nach alternativen Energiequellen suchen, erlebt Holz wieder einen Aufschwung. Etwa in Form von handlichen Holzpellets als Brennstoff für Wohnzimmeröfen. Soweit so gut. Das Problem ist allerdings nur, dass Holz zwar schnell gewonnen und verheizt werden kann, dass es aber nun mal eine ganze Weile dauert, bis zum Beispiel so eine deutsche Eiche wieder nachgewachsen ist. Und wenn das Angebot knapp wird, die Nachfrage aber steigt, dann treibt das die Holzpreise immer weiter in die Höhe. In seinem Sägewerk im ostsächsischen Oppach fühlt sich Thomas Paul am wohlsten. Aus dicken Stämmen werden hier Bretter, Bohlen oder Kanthölzer. Er schätzt die oft über 100 Jahre alten Bäume. Hier werden nur einheimische Holzarten verarbeitet. Das ist für ihn ökologisch. Es fallen keine langen Transportwege an und es sichert Arbeitsplätze in der Heimat. Auch ein Grund, sich bei der sächsischen Wertholz-Submission mit Holz einzudecken. 25 verschiedene Arten liegen zum Verkauf bereit. Dieser Baum hat es ihm besonders angetan. Bei dem Stamm handelt es sich um eine Bitternuss, der wunderschön gewachsen ist, ca. 100 Jahre alt, schnurgerade, keine Äste. Und aus solchem Holz könnte man Drechslerholz machen oder für Kunsttischlerei oder für Gewerkschäfte wäre das geeignet, aufgrund seiner dunklen Farbe. Ich habe für den Stamm geboten 253 Euro auf den Kubik. Das macht ungefähr 70 Euro auf diesen Stamm. Ich hoffe, dass ich ihn kriege, dass nicht die Furnierindustrie ein Auge drauf geworfen hat. Am Vormittag wurden die Preisangebote erfasst und gespeichert. 30 Unternehmen der Holzindustrie, auch aus Estland und Österreich, beteiligen sich an diesem schriftlichen Verfahren.
Thomas Paul hat für 98 Stämme ein Gebot abgegeben. Die Nachfrage ist groß und kommt aus unterschiedlichen Bereichen. Also dazugekommen ist auf dem Holzmarkt gegenüber den traditionellen Abnehmern, insbesondere die energetische Holzverwendung, Pellets, Hackschnitzel für Heizanlagen, aber eben auch völlig neuartige Verwendungen, wie zum Beispiel aus Holz Diesel, Sunfuel genannt, zu machen. Ernüchterung für den 45-Jährigen. Sein Gebot für den Bitternussbaum war deutlich.